2 Kilometer. Es ist immer besser zu fliegen als zu Fuß zu gehen. Nein, kein Leuchtturm, das war eigentlich ein Radio aus dem Posten. Ja, gehen wir jetzt weiter runter. Genießen die Aussicht. Also, dann meint der Herr Biederstück, ja, wir sind schon hinter uns. So, das ist jetzt die Frage, wie komme ich hier rein? Hat irgendwo ein Höhleneingang versteckt, ne? Keine Höhle. Okay. Na? Okay, das war's dann mit dem Tagebuch, oder? Ja. Ja, da bleibt mir eigentlich noch ist übrig, die Villa anzugreifen. So, und hier sind wir auch schon. Endlich.
Verkehr mehr. AJ, wir haben auf dich gewartet. Alle bereiten sich auf den letzten großen Angriff vor. Gegen Pagans Festung. Das wird nicht einfach. Pagans Festung. Ich habe das von Amita gehört. Was du auch denkst, Zabal will immer nur das Beste für Kyrat. Wer es glaubt. Hier noch Geld liegen. Wir müssen weiter. Es ist gut, dass du uns bei dem Angriff bist. Du bist ein guter Krieger. Gehört, ich bin ein guter Krieger. Ein Krieger der Rachni. Ja, gleich hier die Festung. Ja, da unten haben wir die Festung auch schon. Ich muss hier das sowieso alles alleine machen, ne? Hey, coole Musik. Ja, komm schon raus hier. Ja, komm schon. Hinten habe ich noch einen stehen. Also erst muss ich mal den Typen hier runterspringen. Da fliegt er. Das Tor ist auf!
Rückt vor! Wir sind durch! Los, los! Was? Na komm schon! Hol dir auf Zeit! Okay, muss ich das ganze Teil hier halten, so ist es auch schon. Eine kurze Auszeit, um mich zu heilen. Der Helikopter ist wieder weg. Der hier oben. Aber ich bringe hier allerdings noch die Mitte gleich hier rum. Bringt die gar nichts, denn ich komme von hinten. Oh, verdammt. Der kam eiskalt von hinten. Ich war nicht beim Fängen, nee. Oh, und rein und rum ist weg.
ganz schön knapp. Ach, die können die Festung zurückrollen. Ja, machen wir das mal. Komm schon, wo sind die nächsten Autos? Das ist wieder eigentlich diese Tagermünster-Tür, ne? Ja. Ah, wird ja auch Zeit. Nieder mit Pagan. Ach komm schon, die schöne Statue soll ich jetzt kaputt machen. Das Gold könnt ihr doch einschmelzen und verkaufen. Mein Ernsthaft. Hey Jay, warum? Was hast du gegen meine Abbilder? All die Plakate, der arme Eric, mein Double, und jetzt das. Willst du mir damit was sagen? Soll ich das etwa persönlich nehmen? Diese Statue bestand aus purem Gold. Ganz genau. Ganz im Ernst. Weißt du, wie viele Artefakte ich dafür einschmelzen musste? Weißt du, wie lange Eric dafür Modell stehen musste? Nun ist es, wie es ist. Erstmal fertig. Zabal, das Tor ist offen. Ich bin auf dem Weg zum Palast. Königliche Garde greift an. Sie können dir nicht helfen. Ich gehe rein. Köder sei mit dir, Bruder. Jetzt merkt man schon, dass es langsam zu Ende geht. Wenn so die Musik im Hintergrund läuft und nicht die ansonsten nervige Radiomusik, wenn man Auto fährt. Gigantische Statue hier.